So, liebe Leute, wir sind zurück beim Bus-Simulator und ich mache hier gerade Feierabend. Ich lasse jetzt mal fahren. Es geht heute weiter mit der Mission für die Wissenschaft. Vermittlungsrathaus und das Wissenschaftsministerium nutzen diese Route, um die Anbindung Kerstatter den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Wir haben wahrscheinlich zwei Teile. Also ZOB, Hauptbahnhof, Rathaus und Wissenschaftsministerium mit mindestens einer Route. Dann erstelle eine Route mit mindestens 10 Haltestellen. Auch kein Problem. Verbessere die Stufe von Kerstadt. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen zeitintensiver werden, aber das könnte auch relativ zeitnah gehen. Das könnte auch wieder heißen, ein bisschen fahren. Vielleicht schaffen wir es auch relativ zügig. Weiß man noch nicht. Wir erstellen erstmal die Route für die Kerstadt auf Stufe 3. Nehmen wir die Route weg. Ich lösche das ganze Ding hier raus. So. Jetzt erstelle ich eine neue Route. Die heißt Kerstadt auf 3. Ich suche mir jetzt alle Haltestellen raus, die auf 3 stellen müssen. Fahren wir mit Wachowski an. Wie wir es eben schon gemacht haben. Die Getreidestraße, die müssen wir ja mit reinnehmen. Aber warte mal, wir müssen die irgendwie. Wir nehmen den Arkosweg mit rein. Warte mal, hier ist doch eine, ne? Das Planetarium. Okay. Die Frühauf-Akademie. Da fahren wir so unten an. Das ist das Wissenschaftsministerium. Die Kirche. Die TU braucht man nicht mit reinnehmen. Warte mal. Nee, wir nehmen die 4. Wir nehmen die Hügelgasse. Fahren von der Hügelgasse zur Kirche. Die TU brauchen wir, wie gesagt, nicht reinnehmen. Dann nehmen wir die Getreidestraße. Von der Getreidestraße nach Winfield Ost. Ja, das ist ein bisschen blöde gemacht, ja. Finde ich ein bisschen. So, wir müssen. Schau, dass wir dann. Da müssen wir hier unten sogar drehen. Und dann fahren wir Studierendenwohnheim und haben damit die Aufgabe mit der mindestens. So, und hätten. Und die TU brauchen wir nicht mit reinnehmen. Und der Bus endet dann hier hinten. Um alle einmal mit reinzuhauen. Genau. So, dann hätten wir es tatsächlich. Dann übernehmen wir die Route. Die, warte mal, nein, wir nehmen sie noch nicht. Kerststadt auf 3. Ist ja das Ding hier. Bam. Bauen Sie damit komplett einmal auf, nehmen Sie an, und haben damit die Aufgabe mit den 10 Haltestellen schon mal weg. Na? Damit können wir das ganze Ding gleich fahren. Wir brauchen jetzt noch eine weitere Route. Aber vielleicht können wir sie doch schon, schaffen wir sie sogar doch schon. Also, wir müssen ja bauen. Wir müssen ja erstmal bauen. So, wir erstellen eine weitere Route. Die den ZOB, den Hauptbahnhof und das will. Warte mal. Dass die Route startet am Wissenschaftsministerium. Geht dann. Nimmt dann den Hauptbahnhof raus. Mit. Fährt von dort aus. Geht dort über ein Rathaus. Und. Verbindet ZOB, Hauptbahnhof. Und gehen dann hoch zum ZOB. Und sind dann durch. Wir brauchen ja nur runterstellen, nur. Nein. Und damit ist diese Aufgabe schon geschafft. Zumindest der Teil. Gut. Dann könnte das vielleicht sogar noch was länger werden. Wir müssen noch eine weitere Route stellen. Die Route heißt. Gucken wir mal, die Verbull. Wir nehmen die Route Kerstadt auf 3. Spring kurz rüber.
bauen, fahren mit dem Enviro die Haltestelle an. So. Die haben wir, die jetzt gerade angezeigt wird, die hat er uns jetzt gezeigt. Jetzt geht es darum, die Haltestelle. Hi Chef, möchtest du übernehmen? So. Ich werde was übernehmen. So. Und fahre damit. Oh nein. Ich habe meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen. Jetzt fahren. Kerstin auf 3. Ja, wo ist richtig? Ja. So. Nicht, dass der hier sagt. Einmal kurz anhalten. So. Da steht keiner. Also geht's weiter. Jetzt geht es, wie gesagt, darum, Karstadt auf die Stufe 3 zu bringen. Sprich, um eine Stufe erhöhen. Das machen wir jetzt. Das gehen wir zumindest jetzt an. Das könnte aber auch relativ gut erledigt sein. Also wenn wir Glück haben, fahren wir so mit zweimal und dann sind wir so durch. Mal gucken. Halt, ich kann es jetzt noch nicht versprechen. Ich bemühe mich, die so schnell wie möglich hinzukriegen. So, Haltestelle Arkosstraße. Dass ja jetzt natürlich einige Haltestellen dabei sind, oder Getreidestraße, und ich glaube hinten die Haltestelle da am Wasser, das könnte das Problem sein. Die könnte ein bisschen dauern, aber ist egal. So. Der Arkosweg kann man schon mal rausnehmen zum Beispiel. Eine Fahrkarte bitte. Ja, warte mal, ich nehme mal kurz die Haltestelle raus, liebe Leute. Das ist die Haltestelle Nummer 2. So, Arkosweg geht raus. So, fertig. Seniorenticket, Tageskarte. Gut. Nächste. Studententicket, Tageskarte. So. Also die Mission haben wir eben schon in einer halben Stunde geschafft. Aber die jetzt schaffen, weiß ich noch nicht. Ich hatte auch nicht erwartet, ich hatte, wir müssen jetzt eine Route fahren. Nein, müssen wir nicht. Es geht tatsächlich nur ums Aufwerten, diese Folge. Es geht nur ums Aufwerten. Das, was wir in der letzten Folge schon auf 2 gemacht haben, geht jetzt auf 3. Vielleicht schaffen wir es relativ zügig sogar. Mal gucken. Ich kann es jetzt halt nicht versprechen. Ich habe letztes Wochenende meine Ziege zu Jasons Ziegenladen mitgebracht. Sie fand es toll. Okay. So, die Frühauf-Akademie. Jede Haltestelle geht jetzt. Die Haltestelle geht jetzt alle schon auf 3 hoch. Das ist gut, das geht. Die Frühauf-Akademie, das ist jetzt die 3, ne? Frühauf-Akademie. So, nehmen wir die mit. Bam. Hi. Jetzt sind wir schon die ganze Haltestelle mit. Ich weiß, kriegen wir sogar. Kriegen wir es hin. Eine Fahrkarte? Ja, du brauchst eine Fahrkarte. So. So, das Wissenschaftsministerium. Die will jetzt gerade nicht, ne? So, wahrscheinlich in der nächsten Runde. Ah, mal gucken. Ich bin noch nicht oft genug angefahren. Ich wundere mich, mit dem AirPod drin ist, weil irgendwas war mit dem AirPod, glaube ich, schon. Oder was er vorher gesagt hat.
bitte eine Fahrkarte haben. Danke. Gut. Geht sofort weiter. Jetzt, wie gesagt, geht's sofort weiter. So. Weiter geht's. Zur Hügelstraße. Die, nee, ach, Hügelstraße, Hügelgasse. Ja, Mai. Das ist doch scheißegal. So, du stehst immer scheiße mit deinem Auto da. Aber es passt so gerade noch. Ich komme im Gelenkprozess reingeworden. So, einmal rechts abbiegen bitte hier, damit wir da mich weitermachen. Da stehen auch wieder einige. Kann ausgebaut werden. So, die Hügelgasse kann. Oder kommt mir das gerade nur so vor? Da kann bei dieser Haltestelle, kann bei dem Ding hier das Tschüss. Ausbauen an der Stelle von Schatten gehen. Hügelgasse. Tschüssi. Hallo. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Also gut, das war. Danke. Nur hin, bitte. Ich hoffe, dass wir nicht wieder so nervige Dinge haben, wo wir alles auf eine bestimmte Stufe fahren müssen. So, das Seniorenticket. Tageskarte. So, nächste Haltestelle. Ist Kerststadt Kirche. Ja, hier Westfield, das ist das zieht das ganze Ding ein bisschen nach außen. Wenn wir die 2 auf 3 haben, dann kann ich sie rein rausnehmen. Und dann haben wir nur noch wieder das Ding, was wir hier drin haben, so wie wir es in der letzten Folge hatten mit der 2. So, die Kirche. Die Kirche. Alter, kann mir ausgebaut werden. So, Kerstin hat schon auf 3. Die Kirche. Tschüssi. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, das macht jetzt wieder ein bisschen einfacher. Ja, was? Hallo. So. Hey. Seniorenticket, Tageskarte. Passend. Ich brauche eine Fahrkarte. Du teilst natürlich nicht passend. Ach, Seniorenticket einfacher. Sind viele Senioren unterwegs hier draußen. Ich verkaufe größtenteils gerade nur Seniorentickets. So. Nächste Haltestelle ist die Getreidestraße, die ich ja noch nicht angefahren habe. Die müsste jetzt erstmal aufgewertet werden. Es sind 2 Haltestellen, die noch nicht aufgewertet sind, die ich jetzt komplett übersehen habe, muss ich zugeben. Die ist hier. Ach, was? Wir sind absolut pünktlich.
Jetzt muss er annehmen sollen. Ja, geht natürlich auch gar nicht, weil er nicht mit drin ist. Weil er noch nicht angefahren ist. Aber jetzt gehen wir hin. Tschüss. Sind ja wieder einige Autos schon rausgekommen. Tschüssi. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ich auch, aber es sind ja noch ein paar Tage. Ich habe nur am Sonntag frei. Diesen Mal. Ja. Ich muss Samstag nämlich auch arbeiten, genauso wie morgen. Ich jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Also beziehungsweise heute. Heute ist ja offiziell bei uns Feiertag. Ich bin ja Lippe in Sachsen. Aber ich muss trotzdem arbeiten. Nur also, hin, bitte. Für Leute, die fragen, was ich mache, ich bin tatsächlich ein Live-Busfahrer. Ja, ich mache das Ding nicht nur hier online bei YouTube, sondern ich mache sogar in Real Life. So. Nächste Haltestelle ist Winfield. Aber die sind ja Gott sei Dank nicht allzu weit weg. Gab schon schlimmere Dinger. Aber die beiden, wenn wir die zwei auf drei haben, kann ich die ganze Innenstadt abfahren, nach und nach, und dann kriegen wir sie hin. Vielleicht kriegen wir sogar schon diese Folge hin, alles auf Stufe 3 zu machen. Ich dachte, wie das ganze Ding jetzt hier läuft, kann es sogar noch sein, dass ich dann alles komplett sogar mache. So, na ja, guck. Wie gesagt, abwarten. Es kann auch lange dauern. So, jetzt geht's rüber Richtung, genau, Winfeld, West, ja, es ist Westfield. Oder Westfeld. Laut der Anzeige unten links steht da Winfield. Warum? Ja, wir müssen jetzt natürlich gleich da komplette, das Ding nochmal zurück zu dem, sind ja das Studieren, wir müssen ja dann nochmal zurück zum Studierendenwohnheim. Und müssen dann noch das Planetarium mitnehmen. Das wir ja auch noch gar nicht mit angefahren haben. Na, okay, zwei, drei Jahre schon. Aber wie gesagt, das hier draußen, das muss ich, will ich relativ zügig weghaben. So. Im Notfall könnte ich mal noch Pizza essen gehen. Genau. Okay. Da kriegen wir bestimmt jetzt gleich die andere Haltestelle auch rein. Windfeld Ost. So. Ich habe meinen Mann Windfeld überredet Ost. Zur Insel von Winter der Leidenschaft. Ja. Oh, ein schöner Tag, als er endlich zugestimmt hat. Studenten, einfache Fahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Nur hin, bitte. Was? Danke. Weiter. Gut, alle haben ihre Fahrkarten. Das heißt, wir machen die Tür zu und können so hoffentlich letzte Haltestelle, was sie draußen betrifft, sah erfahren. Windfeld West. Ja, aber die weg haben, ne? Dann kann man nämlich direkt hoch hüpfen. So. Können wir von da nämlich das Studierendenwohnheim anfahren und dann können wir ins Planetarium fahren. Das hier draußen, das nervt so ein bisschen. Das liegt ein bisschen sehr außerhalb und ich mag solche Haltestellen, die so weit außerhalb liegen, nicht so gerne eigentlich. Das hat man, glaube ich, schon mal beim Aufwerten damals in Asia Shores. Da war es ja auch so eine Haltestelle, die lange sich gezogen hat, bis ich die einmal auf 5 hatte dann am Ende. So ist das halt manchmal. Jo, ich gleich halt. So. Winfield. West. Ah, scheiß Bordsteinkante. Egal. Gott sei Dank. So. Wiedersehen.
Das entlastet richtig gerade, weil wir dann nicht mehr allzu viel das große Ding hier haben. Hey! Hallo! Hast du das Zentrum von Sonnstein in der neuen Vorschau für Winter der Leidenschaft erkannt? So. Hi. Nur hin, right. Bitte. Wo hab ich nur Farbkarte hingetan? Ja, wie gesagt, das ist ja draußen. Wisst ihr was? Was soll jetzt machen? Wir brechen das ganze Ding jetzt ab. Ich hüpfe jetzt rüber kurz mal zum Startpunkt der nächsten Haltestelle. Der ersten. Die Flachowski-Industrie, weil ich quill die bis. Oh, die kannst du ja schon auf 3 stellen. Sehe ich gerade. Weil wir jetzt bewusst. So. Da kann man die nämlich schon wieder rausnehmen. So, Kerststadt auf 3. Über die Wachowski-Industrie raus. So, ist jetzt irgendwas, was da noch aufgewertet werden kann. Die da hinten sogar auf 2 schon. Ja, viele sind es mich nicht mehr. Die Dinger sind schon weg hier. Und dann fahren wir das ganze Ding jetzt anders an. So. Dann fahren wir das. Ah, du bist bestimmt hier. Nee, fahren wir nicht. Wir müssen einen kleinen anderen Break machen, wo wir Sprung machen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo die Haltestelle ist. Die neue erste Haltestelle, nämlich die Wissen, das Wissenschafts. Früh auf, Akademie. Technische Universität. Ach so, hä? Wo bist du da oben? Ach so, das ist, ja gut, okay. Früh auf, Akademie. Wissenschaftsministerium. So, wir machen mal eine Schnellreise. Und springen kurz rüber zum Wissenschaftsministerium. Weil wir ja eine neue Route fahren. Spiel? Hallo? Wieso kann ich nicht gehen? Hilfe! Ein Verwandt? Was ist das? Sie will verarschen? Hallo, Spiel? Ach, jetzt erst mal. Wissenschaftsministerium. Ich spiele jetzt kurz diesen Break. So, jetzt bin ich da. So, fahren wir schnell, um eine kleine Alpha-Wall zu sein. Ich hatte gehofft, dass das Spiel nicht mich abstürzt lässt. Moin, Chef, ich muss mal nehmen. Hi, Chef. Möchtest du übernehmen? Ja, bitte. So, ist das Wissenschaftsministerium. So. Komm mal bitte raus da jetzt. So. Türe zu. Die fahren jetzt noch einmal und wenn das dann nicht durch ist, mache ich hier einen kleinen Break und wir machen weiter dann in der nächsten Folge. Obwohl, komm, wir machen jetzt einen Break. Wir sehen uns morgen wieder um 16 Uhr beim Bus-Simulator 21 und dann geht's weiter mit der Mission Kerststadt für 3 aufzuwerten.